Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 von Mustern, Streifen entfernen, Folie vom Auto entfernen. Nicht gewusst wie. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, wie kann ich das irgendwie verhindern, dass ich die ganze Zeit meine Fingernägel einsetzen muss, um die Folie anzuheben. Und ich habe verschiedene Plastik-Scraper. Das ist jetzt hier so ein Silikonentferner-Tool eigentlich. Und ich habe jetzt die Folie mit dem Heißluftföhn so erwärmt, dass sie so weich ist, dass ich es einfach wegschaben kann. Meine Theorie ist dabei, natürlich hat man die Gefahr, den Lack zu zerkratzen. Dadurch, dass aber immer so eine fette Kleberschicht hier noch dazwischen ist, ist meine Theorie, dass diese Klebschicht den Klarlack schützt, wenn ich da drauf rumkratze. Letztendlich werde ich es erst sehen, wenn dann alles ab ist, ob ich dann das halbe Auto zerkratzt habe oder nicht. Aber es ist es mir irgendwie nicht wert, alles mit Fingernagel zu machen, zumal ich nach einer Stunde Arbeit keinen Fingernagel mehr habe, um irgendwas abzuknaupeln zu können. Die geht halt wirklich nur in ganz kleinen Stückchen und Fetzen ab und das ist super nervig. Haben wir in den letzten zwei Teilen schon festgestellt, ich muss es ja nicht immer wiederholen, es ist halt eine Hassarbeit. Jetzt habe ich das, wie gesagt, mit der Heatgun gemacht, aber irgendwie ist das, ich kann es halt nicht einschätzen. Am liebsten hätte ich irgendwie so eine Wärmebildbrille, die mir anzeigt, wie heiß ist denn jetzt der Bereich um die Folie, wie dolle habe ich es jetzt erhitzt, weil ich teilweise doch, glaube ich, ein bisschen zu dolle erhitzt habe. Und ja, und deswegen schwenke ich jetzt nochmal um auf den Dampfreiniger, warte gerade, bis der wieder aufgeheizt ist und versuche mal mit dem unten im Schaber das zu machen. Jetzt sieht man auch hier, der ist schon relativ krumm, weil ich ganz offensichtlich einfach stellenweise zu heiß gemacht habe. Und dann ist das so, als wenn ich auf einer Kochplatte rumschaben würde. Und dann verformt sich natürlich auch das Ding und die Wahrscheinlichkeit dann da mit einem ungeraden Teil irgendwelche Kratzer dann wirklich in den Lack reinzukriegen, ist höher. Dann muss ich mal in mein Sortiment schauen von den Innenraumset. Da dürften auch noch genügend Dinger in Frage kommen, glaube ich jetzt mal, also auf den ersten Blick, mit dem ich dann zur Not noch schaben könnte. Mal gucken, ob das jetzt mit diesem Dampfreiniger funktioniert. Ansonsten muss ich tatsächlich das ganze Auto mit dem Heißluftföhn machen. Guckt euch an, das Chaos. Das sind jetzt nur noch Klebereste. Man sieht den Streifen natürlich durch den Kleber noch, aber der eigentliche Folienstreifen, zumindest der breite in der Mitte und der kleine da drüben, sind jetzt ab. Jetzt bleibt nur noch der hier, der auf der anderen Seite, den habe ich mit dem Dampfreiniger eigentlich ganz gut wegbekommen. Das wird auch jetzt die Taktik wieder sein, dass ich lieber den Dampfreiniger nehme und versuche, das ganze Ding wieder in einem Ruck abzuziehen, so wie es bei dem anderen auch funktioniert. Das ging halt super schnell, der schmale Streifen, ist nur einmal gerissen zwischendurch und es ist einfach super abgegangen. Ich finde auch die Klebereste waren jetzt nicht so heftig. Ich habe halt immer die Folie vorne heiß gemacht und einfach so ganz leichten Druck in das abgezogen. Rappen mal kurz die Folge zusammen. Was habe ich jetzt gelernt? Also letztendlich, wenn ich habe es jetzt langsam raus, wie viel heiße Luft dann auf die Stelle muss, dass man da nicht dauerföhnen sollte, dann immer mal wieder den Föhn aus,
dann erstmal das Weggeschnurzelte weg, weil sonst verbläst du das, wenn das einmal so hier rumgeschnurzelt ist, dann geht das halt über das ganze Auto. Dann musst du erstmal diese kleinen Fetzen entfernen. Das hier ist eigentlich ein Silikonschaber, ein Silikonentferner, der, wie man jetzt schon sieht, der verbrutzelt auch durch die Hitze. Noch geht er, aber ich werde mir so eine richtig dafür vorgesehenen Schaber-Plastikling bestellen. Wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge zum Einsatz kommen, genauso wie großflächig Kleberentferner. Ich hatte ja, den habe ich euch auch in den letzten zwei Videos gezeigt, diesen Speziallöser von Nigrin, aber es gibt auch von Koch Chemie richtig 500 Milliliter Kleberentferner, den will ich mal austesten, den werde ich mir bestellen. Würde ich ansonsten auch alles in der Videobeschreibung verlinken. Ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich den breiten Streifen, zumindest die Folie, bis zu einem gewissen Punkt vorne und hinten entfernt habe. Hier will ich dann nochmal versuchen, mit dem Dampfreiniger dann hier die Sachen abzulösen. Das ist dann vielleicht, weil ich habe gemerkt, an den Rändern, da ist es nicht so schlimm wie in der Mitte, dass ich vielleicht wenigstens die Ränder mit Wasserdampf dann ablösen kann und da nicht irgendwie in dieser Stelle da rumpopeln und rumschaben muss und will auch nicht so dolle mit Heißluft hier auf die Scheibe drauf ballern. Ja, das ist jetzt der Stand. Das ist echt krass. Also 3 Wochen hänge ich hier schon dran, weil ich ja jede Woche immer nur so 1, 2, 3 Stunden maximal habe. Das Projekt wird uns also auch noch ein bisschen begleiten. Das ist quasi jetzt wie so ein Vlog, wie so ein Video-Tagebuch, Video-Wochenbuch, was weiß ich. Also jeden Montag 17 Uhr haue ich jetzt die Videos raus und ihr seht den aktuellen Stand. Ich denke mal mindestens noch 2 Wochen, je nachdem, vielleicht auch 3, werde ich bestimmt hier noch brauchen. Wenn ich dann erstmal die ganze Folie abhabe, dann kommt ja noch der Kleber. Da bin ich auch gespannt, wie das dann wird. Ihr könnt dann halt nur lernen, wenn ihr auch mal das Problem habt. Dann seht ihr, was ihr gleich von Anfang an besser machen könnt als ich. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem nicht gewusst wie wieder mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.